das relativ oft, deswegen haben wir eine gewisse Übung da drin. Aber es ist trotzdem immer aufregend und spannend, ja. Grenzübergreifendes Programm für die gesamte Region. Im russischen Kaukasus haben wir bereits zwei kleinere Populationen des europäischen Wiesenten wieder aufbauen können. Diese Programme sind auch recht erfolgreich und wir hoffen, dass wir da jetzt hier in Aserbaidschan auch anknüpfen können und somit dann ein ökoregionales Netzwerk halt auch schaffen können.